Hallo und willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Wir haben ja hier bei diesem Rätsel aufgehört und das machen wir jetzt weiter. Wir müssen die blauen Kügelchen finden. Und als erstes schaue ich natürlich oben. Die Luftströmungen sind ja jetzt hier nicht umsonst, nicht wahr? Und da ist auch schon das nächste Rätsel, was auch bewacht wird. Bam. Und wieder kommt der Hammer zum Einsatz. Okay, der ist also perfekt und wir sind alle nicht perfekt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wir müssen diese Dinger, diese Platten in einem bestimmten Muster beschweren. Und das sieht man da oben. Und da sind so Stierköpfe mit Kugeln drin. Und genau danach lege ich das jetzt hier und mache diesen Stein kaputt. Weil ich ihn auf einmal geschmissen habe, anstatt einfach hinzulegen. Ja, manchmal bin ich halt so aggressiv und dann... So. Große Steine kann man schön zerlegen in kleine Steine. So, und jetzt frage ich den Demoisten, kann es sein, dass ich jetzt den Stein kaputt gemacht habe, den ich brauche? Aber er sagt mir in dem Moment, es müssten eigentlich hier genug Steine rumliegen, dass wir das Rätsel lösen können. Und er hatte recht. Zack. Und schon ist die Kugel frei. Und natürlich ist da Knopf drin und Knöpfe muss man drücken, deswegen... Jetzt drücke ich auch erstmal den Knopf. Jetzt kommt das Kügelchen erstmal nach Hause. Ich traue mich nicht. Ich habe mich nicht getraut, das von da ganz oben zu schmeißen. Einfach weil ich da nicht wusste, wo es landet. So, wir brauchen zwei Kugeln, um da oben die Kugel freizuschalten. Und da waren zwei so Schalen. Als ich die Kugel heruntergeholt habe, lag die auf der einen Seite und auf der anderen Seite war die Schale leer. Deswegen muss ich da jetzt die beiden Kugeln wieder hochbekommen. Fällt gerade übrigens auf, dass man immer wieder den Schatten des Phönix sieht, der hier mit uns unterwegs ist. Da ist die Kugel wieder runtergekommen. Zack. Und ich glaube, es war sogar eine Punktlandung. Ich glaube, es ist direkt in der Schale gelandet. Ja, ich wusste es nicht mehr ganz genau. Das hat nicht so gut.
hier erstmal Knöpfe drücken, so wie es sich gehört. So. Hier ist wieder ein kleines Rätsel, wie wir an diese Kugel kommen. So kleine Feuerschalen. Kann ja was mit Feuer zu tun haben. Ich frage mich halt, wie geht das? Denn ich hatte bisher keine Feuerpfeile, aber man kann die Feuerpfeile einfach anzünden an dem Feuer hier. So, haben wir das hier auch kurz befreit? Und die dritte Kugel. Ich glaube, wir brauchen insgesamt 4 oder 5. Ich glaube, es sind 5. Ich versuche direkt in das Ding reinzutreffen. Habe es aber nicht geschafft. Oder? Nee, habe ich nicht. Jetzt lege ich sie auch wieder in den richtigen Platz. Tada! So. Auf zum nächsten Ball, den wir bekommen müssen. Mia ist auch gerade gekommen, meine Katze, für diejenigen, die es nicht wissen. Es ist eigentlich super spät, es ist kurz vor 2 Uhr nachts. Und die ist fit wie ein Turnschuh. So, da widmen wir uns jetzt diesem Rätsel. Jetzt sitzt sie hier und guckt mich ganz böse an, weil ich sie vom Schreibtisch runtergesetzt habe. So, wir müssen versuchen, hier einen von diesen Kisten rauszubekommen. Das ging eigentlich ganz fix. Habe ich ohne Hilfe auch geschafft. So, da gucke ich jetzt. Wo muss ich hin? Ah, da. Und fall natürlich runter. Kein Problem. Aber dann habe ich mir wenigstens schon mal diesen Raum angeschaut. Der sehr schön ist. Und dann wieder oben angekommen. Weiter geht's mit dem Rätsel. So. Jetzt müssen wir das da runter bekommen. Und da ich jetzt hier nicht schieben kann, versuche ich es mit einem Hammer. Also mit dem Hammer, mit der Axt. Das funktioniert leider nicht. Weil ich hier halt nicht mehr richtig schieben kann. Versuche ich zu ziehen, aber das funktioniert auch nicht so richtig. Versuche ich es mit dem. Wurde mir der Tipp gegeben, mit dem Hammer. Mit diesem großen Hammer geht es auf jeden Fall. Und dann haben wir jetzt auch die vierte Kugel. 4 von 5. Guter Schnitt. Bam. Immer mit der Angst, dass die Kugel einfach verschwindet. Ich hätte da auch einfach den Luftstoß nehmen können. Warum habe ich das nicht gemacht? So.
Und dann bringen wir den auch nach Hause. So. Und da oben sehe ich schon, dass da die nächste Kugel ist. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal dahin begeben. So. Was ich hier machen muss, weiß ich noch nicht. Meine Vermutung ist es, warum auch immer ich das Bedürfnis habe, in deren Münder reinzuschießen. Keine Ahnung. Aber ich hatte das Gefühl, man müsste da Feuer machen. Da bei denen. Weil hier überall auch so Feuerschalen sind. Ich glaube aber, die sind in der ganzen Welt verteilt. Das war mir dann hier aber irgendwie egal. So. Jetzt merke ich, okay. Wir müssen da jetzt schnell rüber. Schnell. Und jetzt verhake ich mich auch noch hier. Ja, und jetzt ist das Tor wieder zu. Das heißt, ich muss da ganz schnell rüber. Das ist eine Alpha-Wand. Funktioniert also nicht so, wie ich das wollte. Aber hier jetzt. Zum Glück. Und ein neuer Versuch. Den mal schaffen wir da. Und somit großes Rätsel gelöst. Tada. Juhu, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe gehofft, wir bekommen neues Gear oder so. Guck mal, ist ein Hund. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Da war ein Hund. Hab ich gar nicht gesehen. Das Sternbild war ein Hund. Oh. Ich war trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass ich nur Münzen bekommen habe. Ich habe mir was anderes gewünscht. Cooles neues Gear oder so. You need me. Ja. Above the wreckage left in Typhon's wake, Phoenix spied what looked like a working automaton hand. Hier ist ein Rätsel und wir finden auch noch was, was für eine andere Quest relevant ist, die aber noch nicht hier in der Demo spielbar ist. Finde ich aber total interessant. So, nämlich da unten. Eine linke Automatonhand haben wir gefunden. Also eine Roboterhand. Was wir damit machen können, weiß ich nicht. Doch hier ist eine Kiste, die nicht da ist. Also hier scheint ein Rätsel zu sein. Die Überlegung ist jetzt, was für ein Rätsel. Weil ich hier um dieses Tor nicht wirklich was sehe. Aber natürlich diese ganzen Laser hier überall sind. Und diese ganzen Platten. So, und jetzt habe ich ja ein bisschen geschnitten. Bis dahin, wo ich dann
herausfinde, was ich tun muss. Das ist übrigens ein Rätsel, was der Demoist selber noch nicht gespielt hat auch. Das heißt, er konnte mir hier gar nicht helfen und hat auch wieder mit mir zusammen gerätselt. Das war mal ganz witzig. So, aber ich habe diese Kiste gefunden, habe herausgefunden, aha, dann, wenn ich auf diese Dinger drauf gehe, dann werden sie erleuchtet. Das heißt, ich muss jetzt noch den nächsten finden und laufe natürlich direkt in so einen Strahl rein und schon wieder. Ich glaube, da war die Steuerung ein bisschen komisch, weil wir den Stein die ganze Zeit getragen haben. Und ich versuche zwei diesen Strahlen abzuwenden, damit ich genug Platz habe, um mich da drauf zu stellen. So, und da sagt mir der Demo ist, er hat eine Idee, in welcher Reihenfolge die Plattformen aktiviert werden müssen. Ich probiere jetzt aber erstmal aus. Gehen erstmal hier drauf und es leuchtet rot. Der Demoist hat mir eben gesagt, er vermutet, dass die Plattformen in einer Reihenfolge gestaltet werden müssen, und zwar in der diese Schalen da an sind, also wie viel Feuer an den einzelnen Plattformen sind. Und hier fehlen ja die Feuerschalen. So. Was mir hier aber noch nicht auffällt, ist, dass die Plattformen alle ausgegangen sind. So, kurz gecuttet. Denn mir ist eine ganze Zeit lang das nicht aufgefallen. Jetzt ist es mir aufgefallen und ich fange wieder von vorne an mit der ersten Plattform. So, weil ich jetzt auf diese Plattform gegangen bin, ist die erste jetzt wieder aus. Ist aber nicht so schlimm. Da gehen wir jetzt sowieso nochmal vorbei. Zack. So, die zweite Plattform. Und das da muss die dritte sein. Kann gar nicht anders sein, weil die andere Plattform hat ja nicht funktioniert. Die anderen beiden waren ja schon aktiviert. So. Und jetzt nur noch eine, die wir machen müssen. Ja, da denke ich mir so, toll. Toll. Extra nur langsam angeschoben. Aber jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. So. Kiste ist befreit. Und wir können daran. So, da haben wir wieder ein neues Gear bekommen. Diesmal einen Helm. Und ich finde, der Helm sieht so cool aus. Auch wenn er nicht zum Outfit passt, möchte ich ihn trotzdem eingeblendet haben. Muss ja nicht die gleiche Farbe haben. Ist ja egal. So, jetzt geht's weiter zur nächsten Activity. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt hier nur noch eine Viertelstunde oder sowas. Zumindest sagt mir, hat der Demoist. Ja, okay. Okay. This place looks like a battlefield or a graveyard.
der Demoist gesagt, wie viel Zeit wir noch haben. Und deswegen beeile ich mich jetzt hier und lasse alles links liegen. Aber es sieht alles so cool aus, wie wir durchlaufen. Hier direkt unter einem erscheint. Also das ist... Das erleichtert einem so vieles. Das ist so gut. Ja, 400 Meter. Langsam wird die Stamina unseres Pferdes ein bisschen wenig. Das ist das erste Mal übrigens, dass die Stamina unseres Pferdes so wenig ist. Das ist halt so cool. So, und jetzt gibt es hier einen Bosskampf. Das war der Leutnant Brontes. Direkt reingestartet. Das Problem ist, dass den sein Hieb zieht uns ja direkt die Hälfte ab. Und wir haben genug, um uns zu heilen. Solange ich mich nicht treffen lasse, ist alles gut. Und ich versuche halt auf Abstand zu bleiben mit dem Bogen. Der Bogen zieht leider nicht so viel ab. Unser Phönix regelt. Typhon's rage and corruption were powerful. But Phoenix slipped through his clutches. Wir hatten hier gleichzeitig noch eine Rage Zone aktiviert gehabt. Das hat uns nicht so sehr tangiert. Nur ein paar kleine Kometen. Fähigkeiten, die ich immer einsetze. Einfach den Vogel und dann den Hammer. Das ist so gut. Und wir haben es. Und wir bekommen eine neue Waffe. Einen neuen Bogen, glaube ich. Wir haben unsere Stärke getestet. So. Und den gucken wir uns jetzt natürlich nochmal an. Zack. Der ist so lila und leuchtet. Haben wir alle Farben bei unserer Kleidung. Rot, gelb, grün, lila
Blau. Alles. Alles ist dabei. Hier frage ich, wie viel Zeit ich noch habe. Und was man so in der Zeit machen kann. Und dann wäre dann... Sagt er mir, überlegt er gerade und sagt mir, ja, also da gibt es noch so eine kleine Challenge, die du machen kannst. Und dafür sollte die Zeit noch ausreichen. Deswegen mache ich mich jetzt dahin auf den Weg. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe hier echt nur noch wenig Zeit. Wobei, der Demo ist jetzt auch nicht... Also, sagt jetzt nicht so Zeit jetzt hier mit so einer Stichuhr und macht das dann aus. Aber trotzdem. Ich wollte das halt noch unbedingt machen. Unbedingt so viel zeigen, wie geht. Weil ich aber auch so viel so nebenbei gemacht habe. Zeit so schnell vergangen. Ja. Da seh ich gerade, das habe ich gar nicht gesehen, als ich hier jetzt unterwegs war. Da waren so zwei blaue Kugeln oben drauf. Da war bestimmt auch so ein Rätsel. Ich werde sowas von alles aus der Welt hier raus rätseln. Freue mich ja schon richtig so. Ich will es ja auch nicht mehr lernen. Hephaestus may have been slow to anger and reluctant to fight. But remember that one time he went to battle. Ich muss erstmal kämpfen. Alles hier wird bewacht. Immer wird hier alles überall bewacht. Und ich habe auch dafür gar keine Zeit. Stirb, stirb! Ah, in the battle against giants! That was a good one. I'll never forget how he melted iron. Hot as lava, right into Mimesis' face. It was awesome! So. Ich glaube, hier muss ich nicht viel zu erklären. Glaubt ihr, schafft es direkt beim ersten Mal? Beim First Try? Glaubt ihr? Ich weiß es ja. Okay, versuchen wir das nochmal. Ich überlege halt, wie ich diese enge Kurve nehmen kann. Ich weiß gar nicht, wo ich es jetzt ausprobiere. Man kann nämlich die Geschwindigkeit. Da. Gesehen. Aber wenn wir langsamer sind. Dann wird es auch so ein bisschen schlackerig, habe ich das Gefühl. So, aber alle guten Dinge sind drei. Und? Oh, nicht mehr viel? Oh, das war knapp. Yeah.
Und schon wieder nur so Münzen. Mann, ey. Na gut, aber das war's schon mit der, von der Preview. Und Dankeschön euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. I will make you perfect. You will suffer. But it will be worth it. Mir hat's auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte wirklich richtig viel Spaß mit dem Spiel. Und ich freue mich auch schon, wenn es rauskommt. Die Zeit ist wirklich verflogen ohne Ende. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, wenn wir es dann im Stream spielen. Ab dem 3. Dezember werden wir es dann auch spielen. Ja, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für all die Likes, die ihr da gelassen habt. Dankeschön, dass ihr hier zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann entweder im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Mal gucken. Aber ja. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss.